Mein Name ist Tom und ich bin 21 Jahre alt. Eigentlich lebe ich sehr gesund, treibe viel Sport, ernähre mich ausgewogen und befinde mich so oft im Freien wie nur möglich. Somit könnte man annehmen, dass mein Immunsystem ziemlich auf Zack ist, aber in letzter Zeit geht ein wirklich heftiger Virus umher. In den Medien wird stetig und überall davor gewarnt. Gewisse Beschränkungen wurden ins Leben gerufen und im Grunde habe ich solche Maßnahmen noch nie erlebt oder gesehen. Jedenfalls war es eine ganz normale Woche. Ich ging meiner Arbeit nach, kümmerte mich hier und da um die Dinge, die eben anstanden, Einkaufen, Sport etc. und zog eigentlich meine gängige Routine durch. Am Freitag konnte ich morgens jedoch schon feststellen, wie mein Hals und meine Nasennebenhöhlen schmerzten. Natürlich musste ich so etwas zum Beginn des Wochenendes bekommen. Mit Ach und Krach brachte ich dann den Freitag hinter mich und kam am Abend in unsere WG. Meine zwei Mitbewohner, Derek und Mark, hatten sich im Gemeinschaftszimmer ausgebreitet und schienen vom selben Virus wie meine Wenigkeit gebeutelt. »Hey, ihr zwei seht ja genauso scheiße aus, wie ich mich fühle«, sagte ich, als ich das Zimmer betrat. Haha, voll witzig«, hustete mir Derek entgegen. Mark ist voll im Arsch. Er ist an der Stunde wie weggetreten. Muss wahrscheinlich das Fieber sein. Möglich, er sieht echt scheiße aus, sagte ich. Mark schien es am übelsten erwischt zu haben. Es wurde wie gesagt überall in den Medien vor der Ansteckung gewarnt, aber was soll man machen, wenn man auf Straßen S und U-Bahn sowie Bus angewiesen ist? Nichts anfassen ist bei den Fahrern unserer Stadt nicht möglich, da man sonst quer durch das Fahrzeug fliegen würde. Und das ist eine Untertreibung. Ich kam einmal morgens um 6 von einer Party und der ganze Bus war voll mit Rentnern. Die Fahrweise des Busfahrers glich der einer Achterbahn. Wie auch immer. Ich entschied mich ins Bett zu legen und mich auszukurieren. Es war sehr früh am Samstagmorgen, so gegen 3 Uhr, als ich aufwachte. Ich war durchgeschwitzt. Unter der Decke war es viel zu heiß und meine Gliedmaßen schmerzten. Na super, dachte ich mir. Das war dann wohl mein Wochenende. Ich fing an, unglaublich stark zu husten und setzte mich aufrecht. Mein Zimmer war extrem finster und für eine Sekunde war ich der Meinung, eine dunkle Gestalt in der Ecke stehen zu sehen. Aber nachdem ich das Licht eingeschaltet hatte, war da nichts. Medizin. Ich brauchte Medizin. Ich stolperte also aus dem Bett. Mein Hund Charlie lag am Fußende und beobachtete meinen unsicheren, wankenden Gang. An der Tür angekommen, lehnte ich mich kurz mit dem Kopf gegen den Türrahmen. Gott, war ich erledigt. Diese 3 Meter waren anstrengender, als ich angenommen hatte. Ich glaube, ich wusste nun, wie Mark sich fühlte. Nach einer kurzen Verschnaufpause machte ich mich weiter in Richtung der Küche, welche sich im Gemeinschaftszimmer befand. Als ich den Flur entlang lief, konnte ich das Licht des flackernden Fernsehers in den Gang fallen sehen. Ein seichtes Rauschen drang in den Flur. Ich schob die angelehnte Tür auf und sah, wie Derek im Schlaf sabbernd auf der Couch lag. Mark hingegen saß komplett aufrecht und starrte wie hypnotisiert das grieselnde Bild des Fernsehers an. Mark? Fragte ich. Alles in Ordnung? Keine Reaktion. Träge bewegte ich mich auf Mark zu und legte meine Hand auf seine Schulter. Hey, Mark, flüsterte ich, um Derek nicht aufzuwecken. Ich zog ihn etwas in meine Richtung. Er drehte sich zu mir und schaute mich an, aber gleichzeitig auch nicht. Es wirkte, als würde er durch mich hindurchsehen. Ich will nicht ins Bett, Pastor Louis, sagte Mark. Ich bin kein Pastor, Mark. Du solltest dich echt hinlegen. Das sollte ich, entgegnete er und drehte sich zurück zum Fernseher. Ehrlich gesagt war sein Verhalten echt merkwürdig, aber ich denke, dass mehr das Fieber aus ihm sprach. Ich beschloss, meinen zuvor gefassten Plan wieder aufzunehmen und ging weiter in die Küche, öffnete unsere Medizinschublade und stellte fest, dass weder Aspirin noch irgendwelche Schmerztabletten zu finden waren. Natürlich, schnaufte ich und warf die Schublade wieder zu. Als ich mich umdrehte, bemerkte ich, dass Mark sich zu mir gedreht hatte und mich anstarrte. Hast du dir die letzte Aspirin eingeworfen? Das ist ein übles Fieber, musst du wissen, entgegnete er mit einer viel zu tiefen Stimme. Ich schüttelte meinen Kopf. Was hast du gesagt? Ich sagte, ich hab die letzte genommen. Ich hol gleich morgen früh neue. Da ich an der Situation nichts ändern konnte, entschied ich mir, einen Tee zu machen. Ja, einen Tee. Mein Hals schrie quasi vor Freude. Yippie! Drang eine hohe Stimme aus meiner Kehle. Was war das? Ich bin es, dein geröteter, schleimbefallener Kehlkopf, du Idiot! Drang es erneut aus meiner Kehle. Du kannst reden? Natürlich kann ich reden, aber mit wem zur Hölle redest du bitte? Hörte ich Mark sagen. Irritiert schaute ich ihn an. Hatte ich mir das eben eingebildet?
verdammtes Fieber. Ich fuhr damit fort, meinen Tee zu machen und goss das heiße Wasser auf. Buck, willst du auch einen Tee? Räusperte ich mich. Keine Antwort. Als ich mich umdrehte, stand Mark plötzlich direkt vor mir. Ich zuckte zusammen. Er war fast leichenblass, hatte blutunterlaufene Augen und schien durchgeschwitzt. Mark? Fragte ich etwas nervös. Das ist ein übles Fieber, musst du wissen. Ertönte eine tiefe Stimme aus Mark. Erschrocken stieß ich ihn zurück und plötzlich gab es einen lauten Knall. Ich hatte unsere Stehlampe umgeworfen und riss Derek damit aus seinem Schlaf. Sag mal, bist du behindert? Keuchte er wütend. Ich schaute zu ihm herüber und bemerkte, dass er ebenfalls unglaublich blass war und blutunterlaufene Augen hatte. Ich denke, mein eigenes Spiegelbild war auch nicht allzu weit von diesem Zustand entfernt. Zumindest nach dem zu urteilen, wie ich mich fühlte. Entschuldige, das war nicht mit Absicht. Das hoffe ich für dich. Entgegnete mir meine Mutter, die nun anstelle von Derek auf seinem Platz saß. Im Ernst, Mom, es war wirklich nur ein Versehen. Ja, so wie du auch, Sohnemann. Lachte mein Vater, der in der Tür stand. Ach, Harold, reib dem Jungen das doch nicht ständig unter die Nase. Dad? Mom? Wie kommt ihr so spät noch hierher? Ich bin nicht dein Vater. Hustete Derek, der aussah wie meine Mutter. Ja, stimmt, Derek, Mom, antwortete ich. Hast du vielleicht noch ein paar Aspirin übrig? Ich glaube, ich drehe etwas am Rad. Das ist ein wirklich übles Fieber, musst du wissen, sagte mein Vater, der im Türrahmen stand, mit dieser tiefen Stimme. Ich glaube, er hatte recht, aber meine Frage blieb unbeantwortet. Geschlaucht setzte ich mich auf einen der Küchenstühle und schaute an die Decke. Mark krabbelte gerade an ihr entlang und drehte seinen Kopf auf eine Weise zu mir, die sein Genick hätte brechen müssen. Spider-Mark? Fragte ich. Das ist wirklich ein übles Fieber, musst du wissen, bellte Charlie. Seit wann kannst du reden? Das ist ein wirklich übles Fieber, musst du wissen. Das ist ein wirklich übles Fieber, musst du wissen. Hör jetzt endlich auf. Aber Schatz, du bist krank, sagte Derek, Mom. Du bist nicht meine Mom. Alter, was ist mit dir? Fragte Derek Mom irritiert. Ich stand vom Stuhl auf und befand mich plötzlich im Badezimmer von dem großen Spiegel. Mein Spiegelbild wurde von Wellen durchzogen. Mit jeder neuen Welle schien mein Spiegelbild korrumpierter, blasser und lebloser zu werden. Fuck, schnaufte ich. Mein Blick wanderte etwas höher und ich bemerkte Mark. Er krabbelte an der Decke und schaute auf eine Weise zu mir, die sein Genick hätte brechen müssen. Mark? Er krabbelte an der Decke und schaute auf eine Weise zu mir, die sein Genick hätte brechen müssen. Er krabbelte an der Decke und schaute auf eine Weise zu mir, die sein Genick hätte brechen müssen. Mark! Was? Er tönte es aus dem Gemeinschaftszimmer und als ich zurück an die Decke schaute, war sie leer. Nix. Ich glaube, das ist eher umgangssprachlich. Was? Na, nix. Wie, nix? Ja, nix. Nix? Genau. Du hast es begriffen. Was zur Hölle geht hier ab? Nix. Das ist ein übles Fieber, musst du wissen. Ich glaube, ich halluziniere, schnaufte ich. Ich stolperte langsam zurück in den Flur und konnte sehen, wie er sich immer weiter und weiter erstreckte. Schrumpfe ich? Fragte ich laut und die Buchstaben verloren sich in dem langgezogenen Gang. Die meisten von ihnen liefen einfach gegen die Wände, aber ein paar von ihnen krabbelten zur Decke hoch und schauten auf eine Weise zu mir, die ihr Genick hätte brechen müssen. Nicht und wieder. Sie krabbelten an der Decke und schauten auf eine Weise zu mir, die ihr Genick hätte brechen müssen. Fühlst du echt so deine Geschichte? Sie krabbelten an der Decke und schauten auf eine Weise zu mir, die ihr Genick hätte brechen müssen. Komm schon, das ist echt einfallslos. Und wovon? Hüpfte das U hinunter. Heißt es nicht inwiefern? Nein, AEUU gehen wegen der Ansteckungsgefahr seit ein paar Tagen getrennte Wege. Social Distancing, mein Freund. Das ist halt ein übles Fieber, musst du wissen. Das weiß ich. Ich brauche Medizin. Hat da jemand nach einer Amputation gefragt? Mein Hausarzt sprang plötzlich hinter dem U hervor. Dr. Schenk, Sie sind doch gar nicht befugt, derlei Eingriffe vorzunehmen. Zuckt wohl! Schimpfte das U. Mit dir rede ich nicht. Beleidigt stampfte das U mit unglaublich vielen Fluchworten, die mit U begann, den Gang in Richtung Haustür entlang, öffnete sie und verschwand anschließend. Ich glaube, mein Schädel explodiert gleich, flüsterte ich. Ein dunkler Schatten betrat den Flur.
Er zog eines seiner Beine hinter sich her, als wäre es gebrochen oder stark verdreht. »Ah, da kommt der Herr für die Amputation«, rieb sich Dr. Schenk die Hände. Ich konnte das alles nicht glauben. Der Schatten wankte weiter auf mich zu. »Das ist ein übles Fieber, musst du wissen«, ertönte es aus seiner Richtung. Langsam trat er ins Licht und ich konnte sehen, dass es sich um Mark handelte. Aber etwas stimmte nicht. Seine Haut war blass, schon fast grau. Seine Augen waren so blutrot unterlaufen, dass es bereits sein Gesicht hinunterlief. »Tom, hilf mir«, stöhnte Mark. »Derek«, rief ich verzweifelt und meine Stimme wurde von einem immensen Echo begleitet. »Derek, Mark scheint es gar nicht gut zu gehen. Ruf einen Krankenwagen.« »Schrei nicht so rum«, sagte meine Mom. »Ja, mein Junge, schrei nicht so rum. Das ist in deinem Zustand nur kontraproduktiv«, schnaufte Dad. »Bub, ich glaube, ich sterbe gerade«, sagte ich verzweifelt. Ihre Augen rollten nach hinten und sie verdrehte seitlich ihren Kopf. Mit einem Mal befand sie sich an der Decke und krabbelte wie eine Spinne umher. »Das ist ein übles Fieber, musst du wissen.« Sie krabbelte an der Decke und schaute auf eine Weise zu mir, die ihr Genick hätte brechen müssen. Sie krabbelte an der Decke... Moment, die Geschichte hat einen Hänger. »Das ist ein übles Fieber, musst du wissen.« Ertönte die tiefe Stimme wieder. Zombie Mark kam mir immer näher. Jeder Schritt, den er machte, schien seinen körperlichen Verfall voranzutreiben. Zuerst lief das Blut aus seinen Augen immer weiter nach unten, aber schon bald fingen die ersten Fleischstücke an, herauszufallen. Mark sah immer beschissener und beschissener aus. Geschockt sprang ich auf und eilte zu meinem Zimmer. Ich stieß die Tür auf und schloss sie direkt hinter mir ab, aber ich stand plötzlich auf dem Dach des Gebäudekomplexes. Hinter mir fing etwas an, gegen die Tür zu hämmern. »Tom«, stöhnte Zombie Mark hinter der Tür. Ich schaute in den Himmel. Ein riesiges Gesicht tat sich in den Wolken auf. Rote Augen glitzerten mir entgegen. »Unheimlich«, dachte ich mir und ließ die Selbstlaute auf entsprechender Distanz. Das Ding in den Wolken senkte sich langsam in Richtung Erde. Es war wie ein riesiger, monströser Schatten. Grob konnte ich erkennen, dass es seinen Mund wohl öffnete. »Fee, fo, fei, fum«, sagte er mit dieser tiefen Stimme und streckte langsam seine Hand nach unten. »Das ist ein übles Fieber, musst du wissen.« Seine Hand war so riesig, sie hätte die halbe Stadt mit einem Griff herausreißen können. Sie bewegte sich immer näher auf mich zu und schien alles in einen finsteren, schwarzen Nebel zu tauchen. Von überall tauchten nun diese schwarzen Gestalten auf und sangen ein seltsames Lied. Dieser Gesang bohrte sich förmlich immer tiefer in meinen Verstand. Erschöpft fiel ich zu Boden. Das Hämmern an der Tür hinter mir wurde immer lauter und lauter. Mein Kopf schien gleich zu explodieren und dann wurde ich ohnmächtig. Helle Sonnenstrahlen fielen mir ins Gesicht und ich erwachte auf dem Fußboden meines Zimmers. Die Nacht war ein wirres Durcheinander in meinem Kopf. Immer noch angeschlagen lief ich ins Badezimmer und als ich in den Spiegel schaute, konnte ich getrocknetes Blut sehen, das scheinbar aus meinen Augen gelaufen war. »Fuck«, schnaufte ich. Sofort rannte ich ins Gemeinschaftszimmer. Noch immer lief der Fernseher mit einem grieselnden Bild. Derek und Mark lagen blutüberströmt und leblos auf der Couch. Scheinbar hatten sie sich gegenseitig Stücke aus dem Fleisch gebissen. Jeder Versuch, sie wachzurütteln, zeigte sich als vergebens. Sie waren tot. Meine Freunde waren tot. Kein Lebenszeichen. Natürlich rief ich den Notruf und keine 5 Minuten später tauchte ein Quarantäneteam auf. Sie haben unseren gesamten Wohnkomplex abgeriegelt, sogar mit einer Art Folie überzogen. Ich bin mir nicht sicher, was hier vor sich geht, aber wir wurden dazu angehalten, in unseren Wohnungen zu bleiben. Und das werde ich auch tun. Vorhin konnte ich im Treppenhaus Schreie hören, aber es dauerte nicht lang, bis sie verstummten. Naja, sie verstummten nicht ganz. Mittlerweile ist es in eine Art schmerzvolles Stöhnen übergegangen.